Herzlich willkommen zu einer neuen Runde No One Survived mit eurem Gandalf und natürlich mit dem Bernd. Wir machen mal ein wenig, machen es mal ein wenig heller, es ist ja mitten in der Nacht. Damit ihr was seht, so zack. Wir brauchen ja, um Wasser abkochen zu können, brauchen wir so einen Topf. Und wir können einen Topf herstellen, indem wir hier in unserem Technologiebaum einen Eisenbarren opfern, um quasi das erstmal zu lernen. Und dann können wir den herstellen. Eisen haben wir noch nicht. Deswegen würden wir quasi... Ich würde mal da hinten in dieses Dörfchen gehen und mal schauen, ob wir da nicht irgendwo einen Topf herkriegen. Weil wenn wir jetzt hier anfangen mit Bauen, haben wir das Problem, dass wir ja auch was essen und was trinken müssen. Und dieses Wasser hier können wir uns waschen, trinken, die Option haben wir schon. Aber unabgekochtes Wasser, wie gesagt, da kriegt der Bernd Durchfall und dann kackt er sich immer in die Hose. Und er hat nur die eine, aktuell. Deswegen sausen wir da mal hin. Gucken wir mal. Ja, also an Pistolen soll es nicht mangeln. Dass wir schnell wie möglich einen Topf bekommen. Jo, dann laufen wir mal dahin. Und dann schauen wir mal, was wir uns für eine Base bauen könnten. Wahrscheinlich wird es etwas größer. Ich bin unentschlossen. Schauen wir mal. Im Regelfall bauen ja viele Leute ihre Base. Also die bauen ein Haus und bauen es auf zwei oder drei Stöcken, zwei, drei Etagen hoch. Und das nervt mich immer, wenn ich die Treppen hoch muss, nur um irgendeine Werkbank zu kommen. Mal sehen, vielleicht baue ich es eher so im Bungalow-Style. Vielleicht so eine Art Drei-Seiten-Hof. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Schauen wir mal. Ich sag mal, die meisten Ideen kommen ja dann erst, wenn man baut. Deswegen, ich lasse mich da ganz gerne mal treiben, wie es sich entwickelt. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wenn natürlich im einen oder anderen Kommentar steht, probier doch mal das, dies, jenes. Dann können wir das tun. Keine Frage. Aber erstmal brauchen wir einen Topf. So, wie viele Pfeile haben wir denn eigentlich noch? 5. Okay, wir haben eine Pistole mit... Ja, was ist denn drin? 15 Schuss. Aber halt immer noch kein Schalldämpfer. Das würde die Sache dann doch ein wenig lustiger gestalten. Ja, Bernd, zack, drüber. Wie ein junges Reh. Machen wir das Licht noch zusätzlich an hier. Oh, hallo. Gehen Sie mal in die Richtung, das machen Sie richtig, junger Mann. Ja, da kannst du stehen bleiben. Oh, leer. Okay. Ja, Samen, die brauchen wir später erst. Ja. Okay, und? Simsalabim, leer. Eisenerz. Eisenerz könnten wir theoretisch mal mitnehmen. Dann können wir uns so eine kleine Schmelze bauen. Hätten wir das Topfproblem nicht. Okay. Also, wenn ich sowas hier essen würde, dann ist es so eine 50-50-Chance. Ihr seht ja, die Frische ist nicht mehr, also weniger als die Hälfte. Auch da kann es passieren, dass Bernd Durchfall bekommt und in seine schöne neue Hose kackt. Das möchten wir nicht, dann hätten wir nämlich das Sauberkeitsproblem, dass die Zombies uns riechen. Und dann ist ja Alarm. Ein Topf. Wir suchen einen Topf. Wir suchen keinen Zement, wir suchen einen Topf. Einen Topf. Topf. Ein Topf. Es möge mir einen Topf geben. Nein, einen Topf. Ja. Und? Nein. Aber jetzt. Nein. Aber jetzt. Nein. Ach. Gut, dann müssen wir mal hier unten in die Häuser schauen. Ob wir da was finden. Wer versteckt denn einen
In so einem Schrank Topf Alkohol brauche ich nicht. Ein Eisenklumpen, den nehmen wir mit. Verband. Brauche ich eigentlich auch nicht. Magentabletten ist gut, falls er dann doch Durchfall bekommt. Werkzeugkiste brauche ich gerade nicht. Hopf. Zum Tauschen beim Händler. Ist okay. Geldautomat? Nein. Nummer 5 Dietriche, das langt. Schneiderei Band 1. Ja, Sani-Zeug ist immer gut. Hey, es geht schon wieder los. Ich bin auf der Suche nach einem Topf. Der Rucksack ist voll und kein Topf dabei. Wo kriege ich jetzt einen Topf her? Könnten wir uns 5 Lehm. Wenn ich irgendwo 5 Lehm herbekomme, dann könnten wir uns so eine kleine Schmelze bauen und dann könnten wir diese 2 Eisendinger durchjagen und dann könnten wir uns selber einen Topf bauen. Und dem Moment, wo ich mir einen Topf gebaut habe, ab dann finde ich wahrscheinlich in jeder Kiste einen. Ne, ungeschriebenes Looting-Gesetz. Hast du was, brauchst du was, kriegst es nicht. Hast es selber gebaut, kriegst es hingeschmissen. Electronics, Werkzeugkasten, okay. Lampe. Gemüsekonserve. Ja gut, verhungern werden wir nicht, wir werden eher verdursten. Oder Durchfall kriegen bis zum Erbrechen. Okay. Nein, nein, nein. Nein. Gut, können wir Taschenlampe ausmachen. Oh, ein Topf, immer noch. Immer noch ein Topf. Nein. Zu trinken. Was zu trinken. Sehr schön. Das ist gut. Das ist tatsächlich sehr gut. Ja, das nehmen wir alles mit, das passt. Okay, naja, immerhin. Jetzt haben wir 2 kleine Wasserflaschen. Aber kein Topf. Gut, dann. Dann schauen wir mal. Hier nicht irgendwo da das da ist, könnte Lehm sein. Nächstes Problem, wir brauchen ein steinernes Manuskript. Gut, was waren da? 3 Steine und ein Stick. Okay, 3 Steine und ein Stick. Ein Stein. 2, 3 und ein Stick. Liegt hier einer rum? Nein. Na gut, dann da. Okay, das war das Falsche. Hier. Eine Spitzhacke. Ja, wunderbar. Dann geht das doch schneller als gedacht. Dann rüsten wir mal die Spitzhacke aus. Er kann den Speer nicht. Oh, pack mal das hier rüber. Und den Speer da rein. So. Spitzhacke. Und gib ihm. Hau drauf ein. Lass alles raus, Bernd.
Lass alles raus. Ah, zack. Hau drauf. Komm schon. Gab's zweimal? Nein. Okay, na gut. Ja. Dann, das ist doch wunderbar. Das läuft doch besser als gedacht. Dann können wir. Gehen wir den Holzkohle. Ofen freischalten. Hier brauche ich noch. Was ist denn Metallurgiestufe 1? Oh. Gut. Was vergessen. Spitzhacke raus. So. Okay. Dann finde ich gar nicht so schlecht. Ja, wir laufen zurück. Bauen uns diesen kleinen Schmelzofen, den wir gerade freigeschalten haben. Und können dann schon diese zwei Eisenbrötchen durchjagen. Und dann könnten wir uns einen Topf bauen. Wahrscheinlich wären diese zwei Eisenbrötchen nicht lang. Dann schauen wir mal, was das hier ist. Das könnte auch Eisen sein. Das sehen wir gleich. Bernd, komm, gib Gas. Hep. Hep. Hau drauf. Gib alles. Eisen. Und somit sollten wir doch erstmal genug Eisen haben, um den Topf zu bauen. Wunderbar, haben wir eine Sorge weniger. Alles klar, sehr schön. Mal kurz die Helligkeit wieder runterstellen. Na, sieht doch schon schöner aus. Okay. Dann laufen wir zurück. Protein. 30 Kohlenhydrate, 20 Protein. Protein. Kohlenhydrate. Ja. Okay. Können wir uns dann was zu essen machen, wenn wir wieder im Camp sind? Und können dann sogar schon die ersten Fundamente und vielleicht die ersten Mauern anzeichnen. Ja, schauen wir mal. Ja, ist schon schön. Schönes Flächen. So ein Auto wäre nicht schlecht. Wir brauchen dann auch zeitnah ein Auto, damit wir eigentlich viel mehr wegkriegen. Können wir den Kofferraum volllagen? Können wir unsere ganzen Rucksäcke in den Kofferraum packen? Können die Rucksäcke voll mit Material machen? Da kriegt man viel weg. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, innerhalb der nächsten ein, zwei Folgen werden wir uns mal so ein Auto organisieren. Und dazu müssten wir aber zu einem Händler. Es gibt nur einen Händler auf der Karte. Wir sind hier. Und der ist hier. Und der hat eben ein Fahrzeugreparaturset, was wir brauchen, um ein Fahrzeug wieder instand zu setzen. Und das gibt es nur da. Da müssen wir mal hingehen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt schauen wir erstmal den Bauhammer raus. Und wir schauen mal, wo wir denn. Da ist er. Den können wir mal hier so hinstellen. Der kann auch im Regen stehen, das ist nicht so schlimm. Gut, aber er wollte 5 Steine, 20 Lehm. Ich komme gerade von da hinten. 5 Baumstämme, okay, alright. 5 Baumstämme. Haben wir noch welche hier? Nope. Haben wir noch welche hier drin? Ja, aber ein Inventar ein volles. Das muss raus, das muss raus. Das packen wir mal alles hier rein. So, weg und weg. Das kann alles weg, 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 weg. Räumen wir alles später auf. Weg, weg, weg. So. Die war leer. Packen wir hier rein. Okay. So. 5. 2, 3. 5.
das. Jetzt bauen wir noch 11 Steine. Eins. 11 Steine. Und Lehm, 3. Verdammt. Ich glaube, da hinten gab es auch irgendwo Lehm. Na ja, gut. Bleibt mir nichts anderes übrig, als das mal dahinter zu laufen. Da ist Lehm, genau, habe ich doch richtig gesehen. Ich dachte, hätte ich gestern, vor ein, zwei Folgen, gestern, vorgestern mal am Rand im Augenwinkel irgendwie erspäht, dass es den da gab. Und hier hin. Und drauf. Ja. Ja, mit besserem Werkzeug später geht das alles schneller. Aber aktuell ist es eben so, 11 Steine brauchten wir. Wir haben 12. Okay. Gut, Steine können wir immer so ein bisschen mit einsaugen, wenn wir so lang laufen. Wenn wir die E-Taste spammen und quasi alles mitnehmen. Okay. Okay. Wir sind im Topf, verdammt nah. Verdammt nah. So, haben wir das. Wunderbar. Was möchten wir? Wir möchten diesen erstmal zu Eisenklumpen verarbeiten. Ja, das wollen wir. Packen wir einfach alles mal hier rein. Damit wir Platz haben. Boah, das dauert halt 400, ne? Aber wir hatten noch einen, hatten wir doch. Einen haben wir doch hier. Den erstmal kurz. Durst minus 30 und das, wo ich nichts zu trinken habe. Okay, gut. Während das hier so vor sich hin dümpelt, schauen wir doch mal hier rein. Wir bräuchten als nächstes diesen Schmelzofen, damit wir aus diesen Eisenbröckchen quasi einen Eisenziegel machen können. Einen Eisen, nicht ein Eisenziegel, ja, so ein Barren. Dazu brauche ich einen Eisenklumpen. Herrlich. 3 Lehm und Metallurgie 1. Ja, ist wie bei dem Holzplanken, das zählt quasi als andere Werkbank. Und wenn hier das jetzt beendet wird, Achtung, ploppt es hier auf. Metallurgie. Schauen wir mal in die Metallurgie rein. In unseren Skilltree. Metallurgie. Ne? Also da wisst ihr, was wir hier durchknallen können, um quasi Eisenbahn und im Rang zu steigen. Wir können auch diese Bücher lesen, aber. Okay. Aber muss ich dann mal schauen. Ich kann das so hier. Der hier unten wollte Eisenklumpen. Da brauche ich aber erst den Schmelzofen. Dafür brauche ich 2 Ziegel und dafür brauche ich Lehm. Und dafür brauche ich Metallurgie 1. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir können ja anfangen mit Anzeichnen. Also, was nehmen wir denn? Wir fangen mit Fundamenten an. Wie stellen wir es denn jetzt hin? Richten wir das jetzt eher an den Häusern aus oder eher am Strand? Ja. Weiß ja auch nicht so richtig. Ich das jetzt hier so im Boden versenke. Ist immer die Frage, ob noch was dran passt. Das ist schon zu tief, das geht nicht mehr. So. Okay. Schauen wir einfach mal. Oh. Naja, okay, wir machen das mal so. Zeichnen einfach mal an und schauen,
wo es uns hinführt. Wie gesagt, die Idee ist eher so eine Art, weiß ich auch nicht, Drei-Seiten-Hof zu haben, anstatt ein drei- oder vier-stöckiges Gebäude. So, okay. Naja. Drei-Seiten-Hof. Okay. So. Ich hau das erstmal alles hier dran. Weil ich wissen möchte, wie weit nach hinten kann ich denn bauen? In der Roadmap steht ja drin, dass quasi als nächstes die Fische implementiert werden. Okay, hier geht's schon mal nicht dran. Gibt es einen kleinen Trick? Einfach hier dran. Und dann zählt quasi die eine Fundament für die andere Fundament, für das andere Fundament, ne? So kann man es lassen. Male einfach mal, ich zeichne einfach mal was an. So. Und jetzt war die Idee quasi, dass die eine Seite von dem Drei-Seiten-Hofgebäude im so drei breit zu machen, haben wir. Hier in die Mitte hätte ich in der Perspektive gern die Garage. Es gibt drei Autos aktuell im Spiel, die würde ich gerne alle drei hier reinstellen. Damit das ein bisschen synchron wird, nehmen wir zwei Felder links, einmal Tür und noch die zwei. Das heißt, wir könnten hier wieder anfangen, nach vorne zu bauen. So. Okay, ja, das ist ja gar nicht. Kann man erstmal gelten lassen. Meck, meck. So, dann papsen wir das hier dran. Ja. So. Ich glaube, der mittlere Gang hier, das langt mir. Wenn das zwei werden, die da hinten mache ich wieder weg. Wenn das zwei breit ist. Aber wie ich mich kenne, hätte ich gern da hinten wahrscheinlich so eine Terrasse. Also machen wir hier drei. Hier setzen wir noch einen dran. Ja. Und hier müssten wir vielleicht auch noch was dran setzen, ne? So, sag mal her. So. Ist das jetzt gleich lang? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Ja, das passt. Das ist 3 breit. Das ist 2 breit, okay. Nein. Nein, das passt nicht dran. Okay. Dann müssen wir hier einen dran setzen. Das müssen wir wegmachen. Nein, es passt nicht mehr. Was ist denn? Das passt nicht dran, weil es hier zu tief ist. Ich müsste quasi diesen ersten hier, den müsste ich wegmachen. Den auch. So. Und den als quasi als Maßstab nehmen. Halt. Jetzt hat er den hier dezent verrückt. So.
Und jetzt müssen wir den genau um so einen halben Millimeter gefühlt anheben. Was sich dann natürlich dann später auch auf hinten auswirkt. Aber nimm ihn mal, wir nehmen ihn mal. Ja, der würde schon hier auch nicht dran passen. Okay. Also nochmal weg. Ja. So. Okay. Dann passt hier was dran. Und hier passt dann. Sag mal, wie hoch ist denn das hier? Ja gut, sei es drum. Das würde ich offscreen machen, dass wir ja nicht eine ganze Zeit nur quasi Fundamente hinkloppen. Schauen wir in der Zwischenzeit mal, was unsere Eisenklumpen sagen. Auf jeden Fall bauen wir hier drei breit und irgendwie vier oder fünf nach hinten, weiß ich noch nicht. Hier hinten sage ich, da zählen zwei, da reicht mir das Gebäude auf zwei Fundamente. Dieser dritte hier, das wird. Ja, das wird so eine Art Steg oder weiß ich nicht, dass man eine Terrasse, dass man so ums Haus rumlaufen kann. Das Fundament, das Anzeichnen des Fundamentes würde ich dann offscreen machen, dass wir nicht den ganzen Tag nur zuschauen. So, die hat er alle durchgehauen. Okay, das ist gut. Allerdings habe ich jetzt Metallurgie 0. Okay. Ja. Das geht. Ich besorge jetzt einfach nochmal Eisen. Hau das hier rein. Stell mich dran, um die Punkte mit zu kassieren. Das würde ich tatsächlich auch offscreen machen. Ihr müsst ja nicht zugucken, wie ich jetzt stundenlang an diesem Gerät stehe. Ja, das machen wir. Das wäre der nächste Bauabschnitt. Brauche wenigstens so einen Topf. Sonst kann ich kein Wasser abkochen und das ist alles nicht so schön. Okay. Na, ich will mal schauen, wie wir das in Zukunft machen. Ne? Was mache ich alles offscreen? Was mache ich onscreen? Es ist wohl so eine Mischung. Mal gehen wir looten irgendwo und mal machen wir so ein bisschen eine Baufolge. Da müssen wir einfach mal schauen, wie wir das hinkriegen und wie das vor allen Dingen auch Sinn macht. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir die ganzen Wände später hier aus Stein anzeichnen quasi. Wir gefühlt 1000 Steine brauchen und ihr mir stundenlang beim Steineklopfen zuschaut. Das macht wahrlich keinen Sinn. Aber gut. Dann wollen wir mal gucken. Feuerchen. Irgendwas müssen wir als Brennmaterial reinlegen. Nehmen wir mal einen. Okay. Und irgendwo hatte ich doch so eine Dose versteckt. Diese hier. Okay. Packen wir das hier rein. Zack. Brenndauer ein paar Sekunden, reicht mir. Jetzt könnt ihr die Dose hier quasi hinstellen. Und dann brät er die durch. Was ich gar nicht weiß, geht das auch hier? Nein. Naja, ich brauche einen Topf, sonst kann ich kein Wasser abkochen. So, und jetzt hat er hier die Dose im Grunde nur warm gemacht. Die Stats würden sich nicht verändern. Es wäre immer noch 30 Kohlenhydrate, 20 Protein. Aber da hat er erstmal was zu essen. Und Bernd isst gern mit den Fingern. Nun gut. So funktioniert das Kochen. Da steigt der Kochskill. Wir haben es gerade gesehen. Einen Punkt auf Kochen gekriegt. Aber ja, ist natürlich. Aber kochen muss man relativ viel. Von daher ist das kein Thema. Gut, dann würde ich sagen, überlegen wir mal kurz, was das nächste sein würde. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man so einen Pilz da drauflegen kann. Kann ich hier diesen Pilz drauflegen? Ja. Bevor die jetzt hier alle vergammeln, schauen wir mal, ob wir noch hier noch was Sinnvolles rauskriegen. Ein Shiitake. Oh, es wächst Shiitake. Gut. Schauen wir mal, das habe ich noch gar nicht probiert. Jo. Gegrilltes Gemüse. Da freut sich mein fleischessendes Herz.
Na gut. Gemüsesticks. Was kriegen wir denn? Durst minus 5. Ach Mann. Hab nur eine Wasserflasche. Gut, ihr Lieben. Dann ist es heute eher eine kurze Folge. Dann werde ich jetzt quasi noch ein wenig Metall besorgen gehen, dass wir durchschmelzen können. Werde mich dann an den Ofen stellen, an den Schmelzofen, um die Metallurgiepunkte einzuheimsen. Werde dann quasi die ganzen Fundamente nochmal wegmachen. Werde die alle auf die Größe anpassen, dass es Sinn macht. Und dann werden wir uns morgen sehen. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.